Ich finde, ein Ahmadi, der kein Tahajjud-Gebet macht, der ist kein richtiger Ahmadi. Muss man einfach so sagen, ja. Das ist eine sehr persönliche Frage, aber wie oft macht man sich im Leben das nochmal klar, was, wo der Sinn liegt, wo, wie man den Kompass kalibrieren muss? Ganz oft. Aber dieses neue Entdecken muss man immer wieder machen. Ne? Gib dem anderen nie das Gefühl, du wärst was Besseres oder sowas. Ne? Das ist nicht immer einfach. Ne? Also, aber das ist so eine Grundvoraussetzung für ein Miteinander. Ja? Das funktioniert sonst nicht. Ne? Der MTA-Podcast. Eine neue Folge des MTR-Podcasts, heute mit Abdullah Uwe Wageshauser Sahib, Amir Sahib, dem Bundesvorsitzenden. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie geht es Ihnen, Amir Sahib? Ja, alhamdulillah. Schöne Atmosphäre, dunkles Studio. Ich habe schon in so einem Vorspann diese Lampen also bewundert und der Kaffee steht hier vor mir. Also eigentlich gute Voraussetzungen, angenehmer Gesprächspartner, also was will man mehr? Das kann ich sagen, das kann ich nur zurückgeben. Kein Problem auf dem Tisch, wenn ich runterkomme. Nur normale Arbeit, ja. Ja, ganz gar nicht. Also wir haben uns riesig gefreut, als Sie zugesagt haben und freuen uns riesig, dass Sie heute da sind. Eine Selbstverständlichkeit für mich, ja. Sehr klar. Wie gesagt, bei diesem Podcast, da geht es darum, dass wir wirklich über Themen sprechen, die gar nicht mehr so in Mode sind, über die so selten in der Gesellschaft gesprochen wird. Spiritualität, Glaube. Also nicht mehr in Mode. Bei uns, Ahmadis, ist das auch immer in der Mode, ne? Das stimmt, aber wir sind so ein bisschen, ja, da in unserer Bubble cool. Manchmal, genau. Da sprechen Menschen in der Gesellschaft sprechen sehr selten darüber. Das sind fast schon Tabuthemen. Ja, aber das kann man nicht so ohne weiteres sagen. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, richtig intensiv zu laufen, ja, und also lange Läufe auch gemacht habe, viel unterwegs war und man hat dann oft Läufer getroffen, ja. Und ich sage ihnen, innerhalb von 5, spätestens 10 Minuten hat man über Gott und die Welt gesprochen, ja. Also ich habe das dann natürlich immer geschickt in irgendwie so rauskommen lassen, dass ich ein deutscher Muslim bin. Und dann war immer sofort ein ganz tolles Gespräch im Gange. Oder wenn ich als Bergsteiger unterwegs bin, also mit unserer Gruppe, also das waren immer Top-Themen. Also da, die Leute sind immer fasziniert davon. Also zu sagen, dass also Spiritualität nicht in ist und nicht also ein aktuelles Thema ist, finde ich überhaupt nicht. Ja, ich meine, wenn man so in einem bestimmten Kreis ist und auch in einer bestimmten Umgebung, da mag das vielleicht nicht durchdringen, ja, weil die Leute so sehr mit oberflächlichen Sachen beschäftigt sind, dass sie da auch nicht Leute an sich ranlassen. Aber ich glaube, das rumort schon in jedem Menschen letztendlich die Frage, was soll das alles? Ne? Wozu und wo komme ich her, wo gehe ich hin? Also da kann sich nicht jeder, da kann sich eigentlich keiner von ganz frei machen. Aber wie gesagt, Leute bewegen sich auf so einem Level, ne? Ich will jetzt nicht sagen Netflix-Level, da gibt es bestimmt viel modernere Levels, wo die sich halt nicht mehr damit beschäftigen. Ja. Genau, über diese Themen wollen wir heute sprechen. Ja, das war eine super Einleitung, also wie Sie es gerade zusammengefasst haben. Aber Sie haben auch gerade das mit dem Sport angesprochen. Aber zwei Sachen habe ich jetzt in der Recherche so ein bisschen rausgefunden. Die kannte ich über Sie vorher zum Beispiel noch nicht. Einmal zu Ihrem Namen. Ich habe Sie mit Abdullah Uwe Wageshauser vorgestellt. Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie Abdullah Uwe Hans-Peter Wageshauser. Ja, das habe ich auch. Stimmt das? Ja, ja, Hans-Peter. Gab es jemanden, der Sie so genannt hat, also angesprochen hat? Nie, aber das hat irgendwie die Eltern, als sie so die Namen zusammengebastelt haben. Mein älterer Bruder hieß Paul Leo. Paul Leo, beide sind im Krieg gefallen, also von der Schwester meiner Oma, also die Söhne. Und so ist das. Und Uwe Hans-Peter, ich weiß auch nicht, wie das kam. Hans ist mein Vater, ja, und den Peter, den habe ich noch nicht gefunden, wo der eigentlich herkam, ja. Okay, spannend, ja. Aber toller Name, ne? Uwe Abdullah Hans Peter, also manchmal muss man das da, bei dem Amerika-Visa muss man das alles reinschreiben, da hat man schon Schwierigkeiten, ja. Und das Zweite, das hat mich so ein bisschen schockiert, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, dass mal ein Attentat auf Sie verübt wurde. Ach ja, in Berlin. Ich weiß nicht, wo das war, ich habe nur gelesen, dass mal ein Mann auf Sie zugekommen ist mit einer Armbrust und sie damit angreifen wollte oder ihnen ins Knie schießen wollte. Stimmt das? Ja, erst da wurde mir bewusst, dass das ja vielleicht auch gefährlich sein könnte. Ne? Das war so eine kleine, moderne Metallarmbrust. Und ich kam, glaube ich, aus der Moschee raus. In Berlin? In Berlin. Mamsab war in der Wohnung, also ich war dann allein. Und dann kam ein Typ mit einem Mercedes, der parkte auf unserem Parkplatz in der Moschee, hat den Kofferraum auf und holte so eine Armbrust raus und zielte auf mich, ne? Und da habe ich gesagt, ja, was soll das denn? Und habe mit dem versucht, ganz locker zu reden. Und dann sagt er, seien Sie vorsichtig, ja, ich kann Ihnen ins Knie schießen, dann können Sie nicht mehr laufen.
Und dann plötzlich klickte es bei mir, ich kann da nicht mehr laufen. Ja. Und dann habe ich gesagt, das ist ja grausam, ich muss jetzt was tun. Ne. Und dann habe ich mit ihm dann angefangen zu erzählen, gesagt, was möchten Sie denn und so, wir sind eine islamische Gemeinde und wir sind eine Friedfertige, habe alles Mögliche erzählt. Und irgendwie ist er dann auch dann von mir weggegangen, hat dann kein Interesse mehr an mir gehabt, ist in die Moschee reingegangen. Mit der Armbrust. Mit der Armbrust und ich habe dann sofort im Imamsab angerufen und dann hat es keine 8 Minuten, glaube ich, gedauert. Dann kam halt so ein Auto mit so einer Terroreinheit an und da habe ich gesagt, die dürfen heute auch ausnahmsweise mit ihren Stiefeln in die Moschee rein und den Mann da, dann haben sie den dann nachher rausgeführt. Wie lange ist das her? Das ist zwei, drei Jahre her oder so. Okay. Ja, ja. Vorher noch nie gehört, ich weiß nicht. Ja, wir haben auch kein großes Theater draus gemacht. Ja. Hat man herausgefunden, warum er das gemacht hat? Der war geistig nicht ganz in Ordnung. Ja. Okay. Das war so ein, also der gehörte auch zu so einer, zu einem Volksstamm. Also ich habe es auch nicht mehr richtig rausgekriegt. Ich habe dann auch nicht die Berichte danach gelesen. Wir haben dann entschieden, einfach da kein großes Theater draus zu machen. Ne. Okay. Sie haben es gerade mit dem Laufen auch angesprochen. Ich folge Ihnen auf Strava, auf dieser Fitness-App. Mhm. Und man darf es ja sagen. Sie folgen nur virtuell, ja? Ja, genau. Also man sieht ja immer die Aktivitäten der Menschen, die man folgt. Und dann sieht man bei Ihnen immer, heute 150 Kilometer Fahrt gefahren, 12 Kilometer mit einer super Pace noch gelaufen. Ja, so eine 6-7er ist doch gar nicht so schlecht. Und das darf man ja sagen, Sie sind 72 Jahre alt, Herr Mieser. Ja, ich bin heute jetzt nach langer Zeit wieder gelaufen. Ich bin nach dem Fasernamas morgens, ich hatte so Latschen an. Jetzt ziehe ich mir mal, meine Frau sagt immer, zieh feste Schuhe an, ja, und laufe nicht mit den Hausschuhen da draußen rum. Und dann bin ich mit diesen Gummischuhen dann die nasse Treppe nach der Moschee runter ausgerutscht und habe mir dann am Sprunggelenk die Außenbänder also gedehnt, glaube ich, also nicht gerissen. Und da habe ich jetzt 6-7 Wochen pausieren müssen. Nur mit dem Laufen? Mit dem Laufen, ja. Das Schöne ist ja, ich meine, wenn man Triathlon hat, man ja Schwimmen, Laufen und Fahrradfahren. Und eins kann man meistens immer machen. Und dann habe ich es pausiert und bin heute auf dem Laufband 3 Kilometer gelaufen. Das war schon also toll. Also, dass es wieder funktioniert, dass nichts passiert ist. Weil bei dem Wetter ist halt Fahrradfahren schon unangenehm, jetzt im Winter. Ne? Da, wenn der Wind auch dann pfeift, selbst wenn denn die Sonne rauskommt, dann ist es schon, ich kriege immer schnell kalte Füße, kalte Hände, sonst ist das, also das ist herrlich, Laufen und Fahrradfahren. Da kann man entspannen, da kann man relaxen, da kann man meditieren. Also ich habe jetzt bei Review der Religionen, da haben sie jetzt so einen Bericht von der Wand, das war alles schon schön, der Bericht, der hat erzählt, was da alles passiert ist und so. Aber die eigentlichen Momente, na, wo ich dann manchmal auch dann einfach vor, also Dankbarkeit, also weine, ja, einfach, wenn ich dann einfach, wir sitzen dann da so mit so 30 Leuten, mit Helfen und so und essen dann da mitten in der Natur, dann gibt es dann so ein Refreshment. Wenn Sie auf so einer Fahrradtour sind. Ja, ja, gerade bei der letzten, die nach England geht, die war so super perfekt organisiert, ja. Dann sind alle also auch super positiv geladen, ja. Und dann gibt es Kommunikation, also ich meine, so müsste es eigentlich immer sein. Ne? Und dann weiß ich noch, diese Sachen laufen mir ständig also auch immer durch den Kopf. Ne? Also ich erinnere mich an viele Begebenheiten dort. Und danach fährt man dann so dann auch manchmal, wenn man runterfährt, ne, fährt man in so eine Landschaft rein, also wie in einem Bilderbuch. Ja? Also so ist eben dieser Sport, Fahrradfahren eben auch zu präsentieren und so kann man andere Leute dazu motivieren und das kann man dann da erleben und das alles innerhalb der Jamaat. Ne? Also früher habe ich das immer alleine, immer mit fremden Leuten machen müssen. Jetzt kann ich es in der Jamaat machen. Und diesmal war ich umgeben von 11 Imamen. Ja, also gibt es was Schöneres? Gibt es was Schöneres, ja? Ja, ja. Es ist ja so ein bisschen auch Ihr Steckenpferd, also das ganze Sportliche. Und ich habe mich immer gefragt, also Sie heißen ja auch Abdullah, Diener Gottes, dass das so dieses Optimieren wirklich in allen Lebensbereichen, also Ihre Ernährung ist ja auch wirklich sehr optimiert und Sie ernähren sich gesund, vielleicht können Sie uns dazu auch was noch sagen, aber auch das Sportliche, wirklich so ein optimaler Mensch sein, wenn man sich vor Gott präsentiert. Hat das was damit auch zu tun? Ja, natürlich. Man hat Anforderungen an sich selber, man hat aber auch Anforderungen dadurch, dass man eben Vorbilder hat, auch denen man nacheifert, ja. Wir haben den Propheten Mohammed, salam, wir haben den falschen Messias, salam, wir haben den jeweiligen Kalifen der Zeit. Ich meine, da wird man jedes Mal immer wieder aufgefordert, also mehr zu tun als das, was man tut. Ja? Also allein,
Nur wenn wir Hasur sehen, ich meine, Hasur kennt keine Pausen, ne? Kennt nicht dieses mal jetzt mal die Füße hochlegen. Ja? Also ich habe das bei meinem letzten Mullah-Cut also auch angesprochen, also bitte machen Sie doch mal eine Woche Pause, ja? einfach mal, um uns auch zu beruhigen, dass also Sie auch was für Ihre Gesundheit tun. Und aber nein, er hat das undisziplinierten, also einen stahlharten Willen, ja? Also diese Sachen. Ich kann das dann immer nur mit dem Propheten Mohammed das dann vergleichen, wenn er Fieber hatte, hat er sich ja manchmal einen Eimer kaltes Wasser über den Kopf. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Wenn sie krank sind, ja, dann haben sie ja alle alles andere im Kopf, als sich einen Eimer kaltes Wasser über den Kopf gießen zu lassen. Ja? Aber das hat er gemacht und ist dann aufgeschützt von zwei seiner Gefährten dann in die Moschee gegangen. Ja? Ja, also da haben wir immer noch Luft nach oben. Von daher ist es dann schon wichtig, dass was man tut, dass man das versucht, dann auch richtig zu tun. Aber man hat auch immer noch seine Schwächen und seine Unzulänglichkeiten und seine Probleme, damit muss man eben arbeiten. Aber wir sind immerhin 72, da das immer motivierend, so motivierend zu machen, dass Sie das täglich machen. Also wie schaffen Sie es, morgens aufzustehen und zu sagen, nein, ich ziehe das jetzt durch? Also es gibt ja, wenn man wirklich in der App danach schaut, gibt es keine Pausen. Sie machen doch, das regelmäßig. Ja, gut, 3-4 Mal die Woche. Ne? Aber wie motivieren Sie sich jedes Mal? Ja, das, weil ich einfach Spaß an der Sache habe. Ne? Ich meine, ich weiß, dass es mir gut tut und es ist ein Teil, es ist genauso, wie ich zum Essen gehe oder wie ich eben meinen Koran morgens lese und in der deutschen Übersetzung lese. Ich habe jetzt in dem letzten Podcast von Hasur, was der Abizab macht, immer diesen Diary, diesen Diary gelesen, Note, ja. Dass Hasur das auch immer den englischen Kommentar liest. Warum? Um seine Sprache zu verbessern. Ne? Das habe ich jetzt neulich gemerkt, als ich in Luxemburg haben wir die Jelsas Lana gemacht, die erste Jelsas Lana, und da habe ich mich sehr stark an Hasur das Text orientiert, ja, und dann habe ich plötzlich gemerkt, was der mittlerweile für ein kompliziertes Englisch spricht, ja, da hatte ich richtig Schwierigkeiten mit der Aussprache, ne? Sonst habe ich das immer ganz locker gemacht, aber Hasurs Englisch wird immer sophisticateder, ja, also warum? Weil er sich damit beschäftigt, weil er eben auch nicht ruht und rastet, sondern eben da versucht, sich zu verbessern, ja. Was man auch sehr wenig über Sie weiß, ist eigentlich, wie Sie, also bevor Sie Ahmadi Muslim geworden sind, wie Sie aufgewachsen sind, wo Sie eigentlich geboren sind, wie Sie als Kind waren. Ja, da kann man natürlich auch stundenlang wahrscheinlich sprechen, aber können Sie mal vielleicht kurz beschreiben, wie Sie als Kind waren und als Jugendlicher, wie Sie aufgewachsen sind auch? Ach du meine Güte, also ich habe da zwei Artikel, habe ich jetzt schon fertig von so einem Buch, was ich mal schreiben wollte über meine Geschichte, wie ich Ahmadi geworden bin. Und da habe ich dann auch in der Kindheit angefangen. Ja, ich bin am Dorf aufgewachsen. Wir sind, als ich 2, 3 war, sind wir umgezogen nach Bonn. Mein Vater war eben, hat als Beamter im Finanzministerium angefangen. Geboren sind Sie im Allgäu, richtig? Nee, am Bodensee. Am Bodensee, okay. Also in der Nähe von Salem, da wo es diese Schlossschule gibt. Da habe ich dann immer alle Ferien haben wir am Bodensee verbracht, in diesem dörflichen Paradies, ja, für Kinder, ja, mit einem großen Garten, wo es alles gab und mit Wäldern drumherum und was weiß ich. Und ich hatte immer einen Bruder, der war immer noch abenteuerlicher als ich, der hat also eine Luftpistole gehabt, da haben wir noch gar nicht an sowas gedacht. Oder wir hatten mit einem Kumpel in den Pfadfinderzeiten, haben die dann so kleine Bomben gebastelt, da gab es noch keine Terroristen oder so, einfach nur um Spaß an der Sache zu haben. Ne? Mit Unkraut-Ex, ja, das war so ein Unkrautvernichtungsmittel, ja, das wurde okay. Mit Zucker gemischt und dann hat man da so Bömmchen gebaut, okay. Alles Mögliche, und das war immer für mich faszinierend, dorthin zu gehen, ja, und da bei meiner Oma in diesem Haus, in dieser Umgebung zu leben und dann also auch damit aufzuwachsen, dass man dann eben mit diesen Dorfjungs dann eben an den Bächen spielt und Forellen mit der Hand fängt. Und ich habe sowas bei uns in der Schule dann versucht zu erzählen und die Lehrer dachten einfach, ich spinne, ne? Ich lüge. Ja? In Bonn dann. Das konnten die sich nicht vorstellen, so Großstadtkinder. Ne? Und ich bin dann halt auch dann nachher mehr und mehr, also dann als ich in die Pubertät kam, also mehr im städtischen Umfeld aufgewachsen und habe den Bezug zur Natur dann auch verloren. Ne? Aber das waren immer für mich traumhafte Erinnerungen damals in der Kindheit, was wir dort alles immer gemacht haben. Ja? Und
Ja, dann kam ich in die Pubertät und dann kamen die ersten Filme und dann hat man sich um alles Mögliche gekümmert, nur nicht eben um so einen natürlichen Werdegang. Ja. Und dann habe ich mich halt angefangen, denn mit, das war ja noch keine Popkultur in dem Sinne, ja. Dann kamen die Beatles, ja, da war ich gerade mal 13, 14, ja, also, und dann gingen andere Teil des Lebens los. Ja. Ja, das ist eine ganz lange Lebensgeschichte. Ja. Vielleicht dürfen wir Sie mal einladen, wirklich für Ihren Lebensweg und um das mal mit Ihnen zu, ja, um das, ja, das mit anzuhören. Ja, mit der Bedingung, dass Sie das in Verschriften dann. Das wäre ja eine Möglichkeit. Es gibt bei uns ein Tool, also wir schneiden ja mit so einem Programm und da gibt es mittlerweile so eine Transkribierungsmöglichkeit. Also alles, was man aufnimmt, verschriftlicht wird. Da muss man nur einmal rübergehen und schauen, ob da Fehler entstanden sind. Also wenn man klar und deutlich spricht, ist das eigentlich immer sehr akkurat. Ja, hat mich immer fasziniert, wenn ich immer so in so Berichten gelesen habe, er spricht ein in Stein gemeißeltes Deutsch. Ja, das würde ich ganz gerne, ne? Mache ich aber nicht. Ja. Und deshalb, Sie haben es eingangs angesprochen, jetzt, wenn man über Glauben und Spiritualität spricht, das stimmt, was Sie sagen, der Drang ist da. Das ist aber immer meistens so, dass man über Spiritualität spricht, über alternative Lebensformen, über das Wort Achtsamkeit war vor ein, zwei Jahren richtig im Trend, gerade auch bei jungen Menschen, dass man achtsamer leben möchte, bewusster leben möchte. Diese Diskussionen sind immer losgelöst von der Religion. Also dieses Verlangen nach etwas Höherem, nach diesem Spirituellen, das ist da. Das kann aber auch ganz, das streut sich aber ganz schnell immer. Da ist das Wort Religion, also bloß nie über Religion sprechen. Ich meine, die Leute sind aber auch jetzt genügend enttäuscht worden von dem, was man unter Religion. Von den klassischen Religionen, ja. Also diese Erfahrung haben ja alle Gesellschaften durchgemacht und hier in der westlichen. Ich meine, damals, als ich aufwuchs, also vor 50, 60 Jahren, ich meine, da stand die Religion ja schon für etwas Heuchlerisches, ja, für etwas Aufgepfropftes. Ja. Ich meine, meine Eltern sind vom Dorf in die Stadt gezogen, da wurde die Religion abgelegt wie ein gebrauchtes Kleidungsstück. Ja. Und dann spielte die Religion einfach gar keine Rolle mehr. Dann hat man sich getroffen auf Partys, auf Veranstaltungen. Also dann gab es einen Kegelclub oder was weiß ich nicht, was, also, gab Bertelsmann, Literaturverzeichnisse, die dann eine Rolle spielten. Also man hat sich dann ganz schnell von dem, was in der Kirche passierte, also auch das Sozialisierende, hat man sich dann verabschiedet. Und das haben dann nur noch ganz wenige weitergemacht und dann meist eher in der evangelischen als in der katholischen Kirche. Ich bin katholisch sozialisiert worden. Also Religion hat Menschen unwahrscheinlich also enttäuscht. Und das Gleiche ist auch in den islamischen Ländern passiert. Ja. Also ich habe mitbekommen, also die Iraner, die dann eben erstmal vor dem Schah geflohen sind. Danach sind sie vor Khomeini geflohen. Ich meine, die Afghanen haben, also, und das sind ja Leute, die hierher gekommen sind und alles andere als ihre Religion weitergepflegt haben. Die haben also das alles Religiöse gehasst, wollte es mit einem Unterdrückungssystem also gleichgesetzt haben. Und das war eben für uns eben von Anfang an eben eine Voraussetzung, also als Jamaat, ja, uns damit dann eben auch auseinanderzusetzen. Man hat immer mit dem Rücken an der Wand gestanden und hat erstmal den Islam verteidigt, dann innerhalb des Islams noch die Ahmadiyya. Also wir haben ja da einen doppelt schweren Stand gehabt. Und also gekommen bin ich zur Religion dadurch, dass ich mich mit Spiritualität, mit Ehrlichkeit, mit Achtsamkeit damals schon befasst habe. Das war ja so ein bisschen in dieser Bewegung, die man so oberflächlich so als Hippie-Bewegung bezeichnet. Das war ja, da haben Menschen alternative Lebensformen gesucht. Es gab ja auch eine alternative Literatur, eine alternative Politik, alternative also Gesellschaftsformen. Wie gesagt, da hat man religiös sich verhalten, also spirituell sich verhalten. Ja. Und dieser Begriff Religion spielte dann in dem Sinne keine Rolle mehr. Man hat sich aber angefangen, dann zum Beispiel mit Hazrat Isa al-Islam, also mit seiner Person, mit dem, was er getan hat, zu beschäftigen, aber nicht mit der Kirche, die sich dahinter dann eben auch dann entwickelt hat. Ja. Können Sie erklären, oder woher kommt das, dass dieses Verlangen dennoch da ist, dieses Verlangen nach Spiritualität? Wir sind Menschen, wir sind Menschen, wir sind. Jede Seele hat das ja in sich. Ja, natürlich. Die Seele strebt zu ihrem Schöpfer. Ja. Aber das kann keiner ablegen oder man muss dagegen ankämpfen. Es ist kein Automatismus dahinter. Ne? Das ist also das Schöne. Die Leute fragen dann immer, ich meine, warum kann das nicht alles so sein? Aber wie wäre denn das? Das wäre ja absoluter Irrsinn. Ja? Das wären ja
wir würden so ein Roboter-Dasein führen, ohne eigenen freien Willen, ohne die Möglichkeit, Ja und Nein zu sagen, ohne die Möglichkeit, also auch jetzt mich gegen etwas zu entscheiden. Und dieser freie Wille, den der Mensch hat, im Christentum heißt es, ich habe euch nach meinem Ebenbild erschaffen. Ja? Und das, was heißt das? Ja? Also mit der Möglichkeit, frei zu entscheiden. Ja? Natürlich, Allah, ich meine, ist nach wie vor der Schöpfer allen Seins und auch jeder Seele, aber er lässt der Seele den Freiraum, sich selbst entwickeln zu können. Ja? Und das ist das Faszinierende. Und ich glaube, wenn man das einmal begriffen hat, dass man da sich wirklich entwickeln kann und Dinge erkennt hinter dem Schleier, ja, wenn man dann einmal Geschmack bekommen hat, dann verliert man diesen Geschmack nicht. Dann ist man wie toxiniert, oder wie sagt man dazu, ja. Also, eingenommen davon. Früher hat man auch das Bild des Angefixtseins genommen, ja. Also wenn man einmal so einer Sache eben, also das ist wie eine Sucht, ja, die man bekommt, ja. Dass man eben weiß, wenn man sich dieser Praxis hingibt, dann macht man einfach positive Erfahrungen. Ja? Und da sollte einfach eben das Verlangen nach... Ja, ich meine, gut, wir haben ja auch früher mit Hilfsmitteln da versucht zu arbeiten, ja? Obwohl sehr schnell klar wurde, ja, dass du eben hinter diesen Schleier, du kannst da vielleicht mal ab und zu so einen Blitz bekommen, ja? Aber um wirklich mit deinem ganzen Sein dahinter zu steigen, musst du auch diese ganzen Belastungen wieder hinter dich bringen. Also du musst dann frei sein, du musst leicht sein, du musst unbeschwert sein. Ja? Und du musst also auch eben versuchen, eben ein sündenfreies Leben zu führen. Ja? Das hört sich wieder unwahrscheinlich oldschool an. Nein, aber wir können ja gleich darüber nochmal intensiver sprechen. Aber das ist auch so ein bisschen auch so, Herr Mieser, wie sehen Sie das, dass in der Gesellschaft, also wann beschäftigt man sich mit diesen Dingen? Jeder stellt sich ja irgendwann, glaube ich, im Leben diese Sinnfrage, diese große Königsfrage, warum leben, wofür lebe ich? Wie sehen Sie das? Ist das in der Gesellschaft noch vorhanden und hat man uns das beigebracht, wofür man lebt? Oder was wird uns denn beigebracht so in der Gesellschaft als Gesellschaft an sich, wofür wir leben eigentlich? Das ist halt das große Dilemma heutzutage, ja, dass also die Gesellschaft alles aufwendet, ja, also ein bisschen plakativ sagen, die Herrschenden alles aufwenden, um eben den Menschen zu einem funktionierenden Konsumer also zu erziehen. Ja. Also das ist schon also extrem, was auf den Menschen einströmt, um ihn einfach einzulullen und ihn zu einem Konsumenten zu machen, ja, zu einem funktionierenden Konsumenten zu machen. Ja. Und unsere Welt funktioniert halt über Geld, über Macht, über Einfluss, über also auch materielle Dinge. Davon lässt sich ein Mensch sehr, sehr schnell also einlullen. Er wird beherrscht. Können Sie das konkretisieren? Ja, ich meine, Werbung wirkt ja auf einen ein. Ja? Also, ob das jetzt Videoclips sind heutzutage, ja, oder ob das primitive Werbefilme sind. Ja? Ich meine, Coca-Cola funktioniert ja so, dass da werden Gefühle in einem geweckt, ne? Also, und die Technik wird ja immer versierter und man kann immer mehr eben dieses Gefühl vermitteln, wenn du jetzt wirklich so kaputt bist, wenn du durstig bist, wenn du schlaff bist, wenn dir was fehlt, was denn so eine prickelnde Cola mit dir machen kann, ne? Das gibt dir einen Kick, ne? Aber ich merke dann immer, wenn du den Kick machst, ne, der zweite Schluck schmeckt dann schon nicht mehr so gut. Ja? Also du hast das Ding denn, aber das schmeckt immer nur am Anfang. Ich sage das jetzt, ich meine, manchmal so in extremen Sportsituationen trinkt man ja eine Cola, um also dann eben auch den Zucker zu bekommen. Und manchmal eben dieses Prickelnde, das bringt dann auch was, also für einen Moment. Ja? Aber wir sind schon in einer Abhängigkeit drin und es gehört schon eine gewisse Form von Aktivitäten dazu, die ich mir also auferlegen muss, um da rauszukommen aus dieser Abhängigkeit. Also nur mal allein, mittlerweile weiß, glaube ich, jeder, bei uns in der Jamaat, glaube ich, ist das immer noch nicht so ganz der Fall, ja. Die Lajna müsste da vielleicht auch besser geschult werden, ja, wie so ein Supermarkt funktioniert, ja.
so ein Supermarkt funktioniert halt so, wenn ich da reinkomme, werde ich erstmal durch irgendwie so eine Musik oder in den Großen also empfangen und ich werde erstmal in so eine Atmosphäre versetzt, ja, wo ich mich wohlfühle, ja, und wo ich leicht Entscheidungen treffen kann. Und wenn ich dann so durch die Regale gehe, ich meine, sind dann auf Augenhöhe da, wo ich meine Hand hinstrecken kann, da sind dann die teuren Angebote, ne, und weiter unten sind die billigen und weiter oben sind die billigen. Ja. Also wenn ich das zum Beispiel weiß oder das rechts zum Beispiel, sind die Sachen, wo die Leute mich hinführen wollen und links eher die wo ich nicht, wo, es gibt ja alles. Ja. Es gibt ja auch ganz einfache Sachen, ganz gesunde Sachen, es gibt eben weniger gesunde Sachen. Also da ist ja eine Struktur drin. Ja. Und da, wenn man alles, wenn man sich anguckt, ja, also wie so ein BMW verkauft wird, da wird eben einem suggeriert, ne, ich meine, du brauchst so einen BMW, ja, was schaffst du dir dadurch? Ein Selbstwertgefühl, ja, du bist dabei, du bist jemand, ja. Und wenn du in so einem Auto sitzt, dann hast du auch so, in so einem SUV zu sitzen, ne, so eine dünne kleine Frau, die da oben sitzt, die ist plötzlich Queen of the World. Ja. Und das kostet natürlich einen Haufen Geld und verstinkt die ganze Atmosphäre. Das sollte man eben auch berücksichtigen. Aber wir sind in so einem Flo drin, dieses Hamsterrad, der in die falsche Richtung läuft. Ja. Und wenn man denn da ständig gegen stänkert, dann sagen die Leute halt, Mensch, bist du trocken, man muss doch ein bisschen was mitnehmen können und sowas. Ne. Also da muss man so eine Balance finden. Ne. Man darf dann auch nicht zu hart gegen die Sachen vorgehen. Ne. Aber man sollte schon nie eben den Blick auf dieses Ganze sollte man nie verlieren. Ne. Also es gibt schon, also Dinge, ich habe neulich in so einem Podcast so gesehen, da hat jemand davon gesprochen, dass zum Beispiel, natürlich sind für uns eher die runden Formen, ja, und nicht die eckigen Formen. Ja. Aber wenn Sie sehen, das moderne Wohnen, alles eckig, Glas, Stahl, ja, und da werden Leute eben also, mit angezogen, davon angezogen. Also all das könnte man jetzt analysieren, ich meine, wie das auf den Menschen wirkt und ob das hilfreich ist oder nicht hilfreich ist. Viele Leute haben halt im Auge, ob das jetzt hilfreich ist oder nicht hilfreich oder ob das gesund ist oder nicht gesund, das ist erstmal zweitrangig. Wichtig ist, dass mein Produkt verkauft wird. Ja. Die Leute träumen von einem riesen Umsatz. Ja. Mhm. Ob jetzt, ich meine, natürlich hat man vielleicht am Anfang jetzt WhatsApp oder diese Twitter dafür, also das sollte eine Hilfe sein, die Kommunikation zu verbessern. Aber letztendlich sind die Leute doch nur daran interessiert, dass ihr Produkt etwas wird, dass ihr Produkt eben Macht bekommt, Einfluss bekommt, eben das Top-Produkt ist. Die Menschen erreicht. Menschen erreicht, also den Consumer erreicht. Ne? Also wenn es den Menschen erreichen würde, wäre ja gut. Ja? Den Menschen erreichen hieße, im Islam heißt es, dein Bruder, deine Schwester sollte dein Spiegel sein. Ja? Das heißt, der Spiegel ist der, der dir die Wahrheit zeigt. Ne? So bist du eigentlich wirklich, wie du dich da siehst, ja? Oder wie du dich geben willst. Ja? Und das schaffst du nur, der Spiegel für deinen Bruder, deine Schwester zu sein, wenn du ehrlich bist, ne? Ehrlich zu dir selbst, wenn du Wahrhaftigkeit also als Ziel hast oder Achtsamkeit als Ziel hast, der altertümliche Begriff Rechtschaffenheit, ja. Aber das ist letztendlich was zählt, was nachhaltiger ist, was eben Freundschaften etabliert, ja. Und da müssen wir uns als Ahmadis auch immer wieder angucken, ich meine, was machen wir da? Ich meine, gehen wir den Sachen denn wirklich eben auf den Grund, ne? Die Herausforderung, die Sie jetzt auch sagen, also die hinter Netflix und den ganzen Konsum und so steckt, ist ja, dass man abgelenkt wird von der wichtigen Frage. Ja, wer bin ich? Ne? Wohl, dann und bin ich kein, warum bin ich hier? Ja, aber wenn ich mich damit beschäftige, bin ich kein Habe ich die Möglichkeit gar nicht, den Raum gar nicht. Ich bin kein guter Consumer mehr. Ja? Ich bin, wir haben das früher Konsumterror genannt. Ja? Also Konsumterror, ne? der beherrscht die Welt, ja, und der verdrängt eigentlich unsere Suche nach dem Sinn des Lebens. Ja. Weil die Leute wollen ja nicht, dass man sich nach dem Sinn des Lebens orientiert, also dass man den findet darin, dass man eben Gott und den Propheten, also den Eigenschaften Gottes nacheifert, ja, oder den Eigenschaften der Propheten nacheifert. Die Propheten waren keine Konsumsklaven, ja. Weil die haben ihre eigenen Geschmäcker gehabt und entwickelt, ja, und waren an sich immer sehr naturverbunden, ja, und haben sich um ihre Gesundheit gekümmert, um ihre spirituelle, psychische Gesundheit, ja, um die Befindlichkeit zwischen den Menschen, ja,
Aber das ist doch das, was uns in der Gesellschaft immer wieder beigebracht wird. Also jeder, der hier aufwächst, hier geboren ist, das heißt doch immer so, ja, das hat man in der Schule schon. Und du hast es dann geschafft, wenn du wirklich einen anständigen Job hast, gut verdienst, ein Haus gebaut hast am See, eine tolle, hübsche Frau hast, deinen zweiten Wagen. Ja, aber die Verhältnisse, das haben wir damals auch immer schon gesagt. Ich meine, diese deutsche Familie mit dem Schäferhund, ja. Ja. Aber die Kinder sind aufgewachsen in einer Umgebung ohne Liebe, ja, ohne Zuneigung, ja, ohne Nachhaltigkeit. Der Vater hat gar keine Zeit gehabt, sich mit den Kindern zu beschäftigen. Ja. Aber es gibt ja keine Alternative. Also man hat es nur wirklich geschafft, wenn man all diese Dinge erreicht hat, diese kapitalistischen, diese materiellen Dinge. Ja, aber was hat man erreicht? Man hat, danach war die Gesellschaft, das Zwischenmenschliche, kaputt. Das war aber nicht mehr da. Aber das ist ja immer noch so am Mies. Ja, klar, klar, klar. Vielleicht ist es sogar schlechter geworden. Ja? Es spitzt sich vielleicht immer mehr zu. Ja? Es gibt aber auch genügend Menschen, die das also auch versuchen zu durchschauen, ja? Die nach Alternativen suchen. Ja? Ich meine, im Moment ist ganz viel in Bewegung, dass Leute sagen, das kann es doch nicht sein. Ja? Ich meine, auch die Welt präsentiert sich ja nicht mehr in so einem friedfertigen Rahmen. Ja? Mhm. Die Welt präsentiert sich ja also in einem absoluten Chaos. Ja? Also gucken Sie sich mal das Chaos jetzt bei der Fußball-Weltmeisterschaft, wo man nur noch über LGBT-Communities diskutiert, ja, und um Sachen, ja, wo der Sport gar nicht mehr im Vordergrund steht oder im Mittelpunkt steht, ja, wo man jeder sein Süppchen auf seine Art und Weise kocht, ja. Also ist vielleicht jetzt ein bisschen ein schwieriges Beispiel, um das reinzubringen, ja. Aber die Problematik ist, dass die Menschen unwahrscheinlich verunsichert sind, ja, durch diese Gesellschaft, das, was sie erleben, und auch durch den Konsum nicht mehr ruhig gestellt werden können, ja. Krankheiten auftreten, Depressionen zunehmen und was weiß nicht, ist heute war ein riesiger Artikel drin über Gewalt in Familien, Gewalt gegen Frauen, ja. Und meine Frau sagt dann, hier, guck mal, was hier steht. Der Gewalttäter ist zu Hause, ja. Da dachte sie, warum lassen die den nach Hause? Das ist ihr Mann, der da gemeint ist, ja. Also die Gewalt geht meistens vom Ehemann aus. Aber warum? Ja, weil auch der Ehemann schon vielleicht Sachen hinter sich hat, also in seiner Vergangenheit, die er nicht bewältigt hat. Ja, ich meine, die Menschen, die aus dem Zweiten Weltkrieg rausgekommen sind, die haben alle Psychosen gehabt, die haben nicht verarbeitete Erlebnisse was gehabt. Sie erlebt haben, ja. Da gab es nichts, also wie heutzutage, ich meine, da jammern sie ja heute noch drüber, dass die Leute, die aus dem Vietnamkrieg rauskamen, dass man die nicht psychologisch betreut hat. Na, aber da gab es schon mal etwas, da gab es schon mal sowas Ähnliches. Da gab es schon Kliniken, die sich damit beschäftigt haben, aber nach dem Zweiten Weltkrieg gab es gar nichts. Ja? Und deswegen haben wir uns gewundert, warum wir also so kaputte Eltern hatten teilweise, die so sehr mit sich beschäftigt waren und das eben alles versucht haben zu kaschieren und dann halt so eine Fassade aufgebaut haben, ja, die ihnen suggeriert würde, wenn er das habt, dann ist alles in Ordnung. Nichts war in Ordnung. Ne? Die Kinder sind aufgewachsen und die haben dann mit 16, 17 Jahren ihrem Vater gesagt, du bist ein Idiot, lass mich in Ruhe. Und dann haben sich von ihm getrennt und hatten überhaupt kein Liebesverhältnis untereinander. Ja. Ganz banal gefragt, was ist denn die Alternative? Wann hat man es geschafft? Also wie würden Sie das denn definieren? Wann hat man es geschafft im Leben? Ja, man hat es geschafft, wenn man einen Bezug zum Schöpfer aufgebaut hat. Ja? Also wenn man seine Religion in den Mittelpunkt seines Lebens gesetzt hat. Ja? Wenn man gesagt hat, das Wichtigste überhaupt im Leben ist es, wenn der alles geschaffen hat, ja, also wenn man sich damit versöhnt hat, ja, wenn man ein Teil dessen geworden ist, ja. Der verheißene Messias, sallallahu alaihi wa sallam, hat mal gesagt, Freiheit ist, wenn man von Gott gefangen genommen ist, ja, also wenn man zum Werkzeug Gottes geworden ist. Wohl, dann kann ich auch keine Fehler mehr machen. Aber ich habe das natürlich dann ich bin dann kein Sklave, ja. Natürlich bin ich, also wenn ich verliebt bin, bin ich auch ein Sklave meines Geliebten in gewisser Weise, ja, und kann alles für ihn tun und alles für sie tun. Aber ich bin eben angefüllt von der Liebe. Ja. Also das ist natürlich etwas, diese Liebe zum Schöpfer, also in jeder Situation zu erkennen und zu sehen, das ist natürlich diese Kunst, da muss man sich entwickeln. Ja, also das ist aber der Weg und ich finde, also ich habe lange gesucht, aber in Islam Ahmadiyyat habe ich einfach das Konzept einfach gesehen. Das war so perfekt, ja, und so schön durch den verheißenen Messias, also auch für die heutige Zeit erklärt, ja, dass man auch den Zugang eben zum perfektesten aller Menschen, zum Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam bekam, ja, aber auch durch den Kalifen der Zeit eben auch in seiner im Alltag etwas gesehen hat, was einen ständig führt und zieht und
lenkt und leitet und einem Support gibt, ja. Wie oft, das ist eine sehr persönliche Frage, aber wie oft macht man sich im Leben das nochmal klar, wo der Sinn liegt, wie man den Kompass kalibrieren muss, in welche Richtung das geht? Ganz oft, ganz oft. Das ist ja das Problem. Der vierte Kalif hat mal gesagt, als er 12 Jahre hat er gesagt, was wäre denn, wenn ich als Hindu geboren wäre? Ne? Ja? Da wäre ich Hindu geworden. Jetzt bin ich Ahmadi Muslim, jetzt sehe ich die Wahrheit und erlebe die Wahrheit. Aber was wäre dann? Dann hat er alles in Frage gestellt, hat es neu entdeckt. Mhm. Aber dieses Neuentdecken muss man immer wieder machen. Ne? Und da ist die Gefahr halt, dass sich manche Leute so ein bisschen hinter so einer Sache verstecken, dass sie sagen, das ist nun einfach mal so, das wird uns so erzählt und ich sage das einfach nach und dann gucke ich, dass ich da Sicherheit durchbekomme. Und das funktioniert nicht. Ne? Also ich muss die Dinge auch kritisch betrachten, ich muss sie auch immer wieder hinterfragen und ich muss sie dann auf mich wirken lassen und muss dann mich, wie sagt man so schön, einkalibrieren oder sowas, ja. Also das heißt, ich muss auch manchmal ein kritisches Auge auf die Dinge innerhalb der Jamaat legen. Ja? Sonst gibt es halt auch die Gefahr, dass ich einfach nur was nachplappere, ja, und es nicht nachlebe. Ja? Also ich muss es immer wieder durchleben aufs Neue. Ja? Und das ist halt ein Punkt, wo dann manche Leute dann auch sagen, oh, du akzeptierst das Khalafat nicht oder sowas, einfach höre und gehorche. Natürlich höre und gehorche, ja, aber ich muss das machen mit einer Liebe, ja, nicht aus einer Furcht heraus, nicht, weil die Leute, was wollen die Leute denken, wenn ich das nicht mache oder sowas, ja. Ich meine, der Weiße Messias hat, glaube ich, mal ein Büchelchen geschrieben, in Odo gibt es da so einen Slogan, was würden denn die Leute sagen, wenn sie das sehen, ja, also dass man sich denn nur nach dem richtet, was die Leute sagen. Was der Khalifa sagt, das ist was anderes. Ja. Deswegen soll ich auch eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Ja. Aber ich muss auch zum Kalifen gehen und ihm präsentieren, was ich bis jetzt so für mich herausgefunden habe und zu Hasur sagen, ist das richtig zum Beispiel? Ja. Ich finde das zum Beispiel produktiver, als zu Hasur zu gehen und sagen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Sagen Sie mir doch, was ich machen soll. Ja. Dass er für mich alles macht, ja. Das kann auch nicht sein. Ja. Also dieses Hinterfragen, das muss immer wieder gemacht werden, aufs Neue. Darf ich Sie fragen, wie Sie das machen, wie Sie immer wieder Ihren Kompass so kalibrieren und wissen, okay, den einen Weg, für den Sie sich entschieden haben, dass man immer wieder da standhaft ist? Da ist zum Beispiel das Laufen, also schon ein philosophischer Sport. Also das ist ein Sport, ein spiritueller Sport. Also wenn jemand, also Laufen fand ich unwahrscheinlich irre, weil erstmal, wir sind ja als Läufer und Sammler geboren, Jäger und Sammler geboren. Also wir sind ja geboren, damit wir, also unsere Physiognomie ist ja dazu da, dass wir eben ewig lang laufen können, ja, und also auch lange fasten können, ja, und dann mal viel essen können. Also wir haben also Kapazitäten für sowas. Und wenn man das mal schafft, seinen Körper wieder so in diese Position zu bringen, was wir eigentlich machen können mit unserem Körper, dann geht zum Beispiel der Pulsschlag, ja. Was haben Sie für einen Puls? Ich schätze 65 oder so. Ich kann es Ihnen sofort sagen. Ich war heute Morgen auch laufen, also jetzt gerade bei 70. Ja, also ich habe einen Ruhepuls von ungefähr 46, ja, also 45, ja. Und dann geht alles ein bisschen runter und dann merken Sie, wie Ihr Körper funktioniert, ja. Wie Sie ihn nutzen können, ja. Wie er Ihnen auch Kraft gibt, ja. Und wenn Sie dann laufen, ja, und dann eben immer noch Sauerstoff haben, um zu atmen und sich zu unterhalten, ja, dann kann man auch, also ich mache immer so, dass ich immer erst meine Duas bete, ja, so die ersten, also ich habe immer so einen Zehner gehabt, dann habe ich erst meine Duas gebetet, ersten 25 Minuten, und dann habe ich es einfach laufen lassen und dann habe ich einfach auch den Geist laufen lassen, das fliegen lassen, ja. Und die Leute reden immer vom Runners High, ja. Das kriegen sie, wenn sie dann eben den Geist laufen lassen. Ich weiß noch am Anfang, als ich in dieser, ich laufe jetzt nicht mehr so viel, ne, weil ich bin ja auch ein bisschen langsamer geworden. Beim Laufen merkt man am schnellsten das Alter, ja. Beim Fahrradfahren nicht so schnell. Und mir ging es, also ich hatte so ein Gefühl, ja, dass man aus Dankbarkeit dann einfach sich im Wald dann einfach auf den Boden geworfen hat und Tatscha gemacht hat und eben einfach das gespürt und erlebt hat, ne, diese Verbindung mit allem. Und dann erdet einen Allah wieder und dann fängt man an, über die Dinge auch dann kritisch nachzudenken. Ja. Dann überprüft man manche Dinge,
Beziehungen werden nochmal nachjustiert und man hat Zeit nachzudenken. Der zweite Khalif hat immer gesagt, also jeder Khadim muss einmal am Tag sich zurückziehen und über die Dinge nachdenken, also reflektieren. Ja? Und wenn man das nicht macht, dann ist man halt in so einem, dann fehlt dieser kritische Feedback, ne? Den muss man selber haben. Weil wenn man das von anderen bekommt, ist das immer schwierig, da können die wenigstens mit umgehen, mit Kritik von außen. Ne? Da muss ich dann wirklich dann ganz stark sein, auch innen drin. Ne? Und deswegen ist es besser, wenn man sich selber so kritisch beäugt und begutachtet, ja. Und dann eben daraus dann eben auch dann Positives wieder weiterentwickelt. Ne? Das Gebet, Sie haben es ja auch angesprochen, aber ist das nicht so, dass man sagt ja auch, das Gebet steht und fällt und man hat immer diese Welle. Klar. Wie macht man das, dass man da wirklich immer konzentriert ist und über sein ganzes Leben lang? Das muss man genauso strukturieren wie seinen Sport oder wie andere Tätigkeiten. Also wie muss man genauso kontrollieren wie seine Ernährung, ja. Also ich finde, ein Ahmadi, der kein Tajud-Gebet macht, der ist kein richtiger Ahmadi. Muss man einfach so sagen. Ja? Also ich sage immer den Mubaligs, wenn er eben aus der Jamia herauskommt und euer Tajud nicht etabliert habt, dann könnt ihr eurer Berufung nicht gerecht werden. Eurem Beruf vielleicht, aber nicht eurer Berufung. Ja? Und das Tajud, also mir geht es auch manchmal so, dass das manchmal so in so eine Routine gerät. Und deswegen muss ich mich immer wieder aufs Neue ja, da strukturieren. Und wenn ich meine 8 Rakats bete, dann muss ich so eine Struktur haben, worüber ich in den ersten 2 Rakats, in den zweiten, dritten, vierten, fünfte, sechste, siebte, achte habe. Also ich muss so eine Struktur haben. Ja. Ich muss wissen, da erstmal kommt Allah, erstmal kommt eben auch Weltfrieden, das, und dann kommt Hasur, Sicherheit von Hasur, Gesundheit von Hasur. Dann kommen in meiner Tätigkeit, also ich muss mich mit meinem Schobert, der Amler, mit dem Mobalics, den Beziehungen, die Cases, die ich auf den Tisch kriege. Also wenn man das nicht strukturiert, ja, dann macht man seine Sachen, dann betet man wie so ein Huhn, ne? Also was die Körner pickt. Ne? Also ich muss da genauso eine Struktur reinkriegen. Ich meine, das geht nicht von alleine, das funktioniert nicht also automatisch. Ja? Also ich muss da auch mir Gedanken machen und ich muss auch wissen, ich meine, dass es immer wieder Zeiten gibt, wo ich da schwach werde und dann muss ich mich wieder neu justieren. Als Praxistipp für uns junge Menschen, wie sagen Sie dann zu sich, Abdullah, Achtung, jetzt musst du... Das passiert innen drin, ja? Also das passiert innen drin. Ne? Also dann passieren immer wieder Sachen, ja, ich meine... Dann wird man vielleicht geblitzt oder sowas. Ne? Und dann muss man, was weiß nicht, 30 Euro zahlen. Ja, wozu musst du jetzt 30 Euro bezahlen? Ne? Ich meine, hättest du Chanda zahlen können. Ne? Ich meine, oder es passieren andere Sachen. Ja? Und du sagst, ich meine, also Allah gibt einem immer wieder, das heißt ja so schön, dass es Allah einem immer wieder so Knüppel zwischen die Beine wirft, die einem zeigen, Achtung, Achtung, es geht nicht alles von alleine. Ne? Also du musst dich schon kritischer sehen und wenn man einen Lebenspartner hat, der mit einem dann auch offen reden kann, ja, der weist einen dann auch immer wieder auf Dinge hin, ja, und da hat man dann auch wieder eine neue Form der Justierung. Also ich finde, so in so einer Partnerschaft, ne, kann so viel passieren, wo man sich ergänzt, ja, also auch, ich meine, so ein anderer würde nie so intensiv über meine spirituellen Sachen sprechen, wie meine Frau mit mir spricht. Was Sie vorhin auch gesagt haben, ja. Ja. All das, was Sie jetzt gesagt haben, es gibt, also auch wenn man mit Menschen spricht, die jetzt nicht Muslime sind, nicht Ahmadi Muslime sind, sagen, hey, alles toll, stimmt, die einkehren sich selbst, der spirituelle Weg, klar, kann ich doch machen, ich kann auch laufen gehen und dann dieses Run-High, wie haben Sie es gesagt? Runner-High, genau. Das kriegt man aber nur einmal im Monat, so sagen die Leute. Ja, ja, es gibt auch Sportler, sagen, es gibt nach 30, muss 35 Minuten laufen, danach kommt das erst. Nicht automatisch. Ja, ja. trotzdem gibt es dieses Argument ja, hey, klar, stimmt, und das ist wichtig und das braucht man, gerade zu dieser kapitalistischen Welt und diesen ganzen Eindrücken, die man immer wieder hat. Warum brauche ich die Religion dafür? Ich kann das auch so versuchen, indem ich vielleicht laufen gehe, indem ich versuche, mich zu besinnen, nach innen zu besinnen. Wieso brauche ich diese Form, diese Religion? Drumherum. Ja, weil das einfach Lebenserfahrungen sind, die so viele spirituelle, erfolgreiche Menschen gemacht haben. Ja, das kann ich nicht ignorieren. Ne? Also die Religion ist ja in ihrer ganzen Intensität, also liegt ja auf dem Tisch. Ja? Ich meine, ich kann ja nicht ignorieren, was die Propheten alle von sich gegeben haben, was sie erlebt haben,
was auch Menschen, die jetzt keine Propheten waren, aber ich meine, ich bin zum Beispiel durch Hermann Hesse, also einen deutschen Schriftsteller, der viel über ganz rudimentäre Spiritualität geschrieben hat, also ins Feuer reinzugucken und einfach Erfahrungen zu machen. Ja, und Siddhartha. Siddhartha, dann hat er eben dann auch ganz konkret über einen Propheten gesprochen, also wie sich also sowas entwickelt. Also es gibt so viele Dinge, die einen darauf hinweisen, ja, dass es eben Erfahrungswerte gibt, also menschliche Erfahrungswerte, die einfach gesetzt sind, die kann ich nicht ignorieren. Ja. Und wenn ich dann eben das nicht nur lese, nicht nur theoretisch, das ist ja das Problem. Ich habe mich immer gefragt, so diese Islamwissenschaftler, ne? Ich meine, warum werden die eigentlich nicht religiös? Ja? Aber die lassen das nicht an sich rankommen. Ja? Also ich meine, das habe ich, damals habe ich gesagt, ich meine, die müssten doch eigentlich einen Durchblick kriegen. Ne? Heute habe ich ja mit denen auf einer anderen Ebene zu tun, aber die lassen das bewusst sich nicht an sich heran. Ne? Die sind da sehr vorsichtig, die haben richtig Angst davor, also da einzusteigen. Ne? Ja, das ist die Ausnahme. Also, Sie kennen sicherlich Annemarie Schimmel, die hat sich nämlich sehr mit dem mystischen Islam auseinandergesetzt und war fasziniert davon. Ja, ich war immer sehr begeistert von dem Kermani. Ne? Mhm. Weil er hat schon Navid eine Art und Weise, er hat erstmal eine ganz kräftige deutsche Sprache, eine feine Formulierung. Also er hat ja auch über jetzt Bilder von Gott gesprochen, also wie er sie ja eben aus den Schriften des Propheten Mohammed kennt und sowas und hat das sehr schön formuliert. Aber ich habe ihn jetzt neu, ich hatte mal über so eine Erfahrung geschrieben, da habe ich ihn jetzt neu einordnen müssen. Ja. Da war er irgendwie in Bosnien und so und dann ist er vom Mufti eingeladen worden und dann war da so eine Sitzung mit 30 Leuten, die dann das ist, Allahu, Allahu, Allahu gemacht haben. Diese Sicker-Übung, wo man dann halt die Stimme nimmt, um einfach in so einen Rausch sich reinzubringen. Dann hat er gesagt, er hat so viel Frieden und Liebe in den Augen dieser Leute gesehen. Ich meine, der war sehr wahrscheinlich hungrig nach Spiritualität, aber das war für ihn jetzt die Spiritualität. Ja. Und da finde ich eben das, was wir im Gebet erleben, schon was ganz anderes, wenn wir das Gefühl haben, Allah spricht uns direkt an. Ja, also mir schießen Tränen in die Augen, ich bin einfach aufgewühlt innerlich. Ja. Ich erlebe dann auch anschließend Dinge, dass mich Leute auf etwas ansprechen, wo ich ihnen noch nie etwas darüber gesagt habe. Dann kommen solche Erlebnisse, wo man einfach sagt, das sind Hinweise, die Gott mir gibt, ja, auf meine Sachen, ja. Und die machen mich dann einfach auch stark in meinem Glauben und machen mich dann auch bereit, also da mehr zu investieren und intensiver einzusteigen. Ja. Sie haben es gerade angesprochen, genau, die Komponente Gott, die lässt man immer außen vor. Also man will gerne... Ja, alles ist alles, ja. Also ich meine, die Liebe zu Gott müsste alles umfassen, ja. Dass das natürlich nicht einfach ist, dass ich immer wieder durch alles Mögliche immer wieder rausgezogen werde. Ich habe das immer schön beim Fußballspielen gesehen. Ich war früher ein begeisterter Fußballspieler, ein aktiver Fußballspieler. Und ich habe dann immer auch vor bestimmten Spielen, wichtigen Spielen, viel gebetet. Ne? Und ich habe immer wieder die Erfahrung machen müssen, wenn ich dann im Spiel drin war, ja, dann habe ich immer den Kontakt zu Gott verloren und habe irgendwie einen Fehler gemacht. Ne? Und ich erinnere mich noch, es war ein Spiel in Dreieich, habe ich da bei der alten Herren Dreieich gespielt, ja, und einen ganzen Monat Ramadan, ja, gefastet, nicht gespielt und dann waren 2-3 Tage nach dem Ramadan war ein Spiel, ja, und ich habe gespielt, also das lief alles wie von der Ball ist im Winkel hängen geblieben oben. Also einfach, weil ich einfach so voller Spiritualität war und so voller Gebetspraxis war, ja, dass ich da eben nicht den Draht verloren habe während dem Spiel, ja. Ich habe den ganz im Gegenteil, ich habe im Spiel dann eben mehr die Vorstellung gehabt, jetzt mach nicht zu viel, gib nicht zu viel an und die anderen sehen dann blöd aus. Ich habe dann mich zurückgenommen, ja, wo ich gemerkt habe, wenn ich da so auftrumpfe, dass das wieder für andere nicht so gut ist, ne. Oder wie so ein Erlebnis, das habe ich ganz am Anfang bekommen, als ich dann Ahmadi geworden bin, bin ich dann von Kadian nach Rabwa gegangen. Und in Rabwa habe ich in diesem alten Gästehaus Tariq Jadid gewohnt. Und da ist dann auch, habe ich dann immer, also auch später, als ich dann die Bücher gelesen habe über die Frühzeit des Propheten Mohammeds, das dann die Frühzeit des Islams, so war das in Rabwa damals. Ne? Also 6, 7, 8 verschiedene Asans immer zu den Gebetszeiten. Ja. Und dann auch die Hitze und so, wenn man dann zur Moschee ging, im Schatten so den Weg da gesucht hat mit seinen Duas. Ja.
Und da habe ich dann nachts einmal gebetet. Da war ich in so einen, Kampf verwickelt, ne, in so einen Jiu-Jitsu oder Kung-Fu oder so Zeug. Ja. Und ich war aber so perfekt in meiner, dass ich immer den Gegner voll im Griff hatte. Ne. Also ich, immer wenn der, wusste ich schon, was der macht und ich hatte die richtige Antwort. Und dann bin ich irgendwie überheblich geworden. Ne. Dann habe ich gesagt, mit dem kann ich doch machen, was ich will. Und in dem Moment, wo ich den jetzt eben also aufs Kreuz legen wollte, ja, gibt es einen lauten Knall. Neben mir stand so ein ganz uralter, so ein Heizöfchen, ne, kam eine Stichflamme mal raus, das Ding brannte. Und ich habe dann mit Dings das ausgemacht, mit Handtuch und sowas alles. Ja. Aber das war so eine Grundlektion. Ja. Nie, wenn du dich gut fühlst oder wenn du Oberhand hast oder so, lass es nie den anderen spüren. Ne. Also gib dem anderen nie das Gefühl, du wärst was Besseres oder sowas. Ne. Das ist nicht immer einfach. Ne. Also, aber das ist so eine Grundvoraussetzung für ein Miteinander. Ja. Das funktioniert sonst nicht. Ne. Weil jeder hat immer das Gefühl, er muss dann immer noch diese Schulterklappen kriegen und das ist auch, was bei uns immer das so viel an Energie verschwendet, ja, wenn die Leute entweder fehlende Aufmerksamkeit eben als Ursache von irgendeinem Frust ist oder eben, dass sie sich eben dann eben andere schlecht machen, um dann besser dazustehen. Also diese Neid, Missgunst, das sind so die Kardinalsünden. Ne? Also, du kannst dich einfach spirituell nicht entwickeln. Ne? Also, ich habe dann immer schon Leute... Wie legt man das ab? Ja, indem man sich einfach vor Augen führt. Ne? Man muss sich immer wieder angucken, also man muss sich im Spiegel angucken. Aber ich habe Schwächen. Ja? Ich bin ein schwacher Mensch. Ja? Ich bin nicht perfekt. Ne? Und das muss man... Man soll auch seine Schwächen nicht rausposaunen. Ja? Aber man muss immer sein, wenn ein Problem ist, ich bin irgendwo ein Teil von diesem Problem. Ja? Also ich kann nie sagen, die Probleme sind immer außerhalb von mir. Ja. Ich muss sagen, das ist unser gemeinsames Problem, das müssen wir gemeinsam angehen. Ne. Weil wenn ich da Fehler sehe, die habe ich bestimmt in mir auch schon gehabt, ne, mit denen zu tun gehabt. Ne. Also dieses Reflektieren, ne, mit meinem Bruder, das muss ganz intensiv sein. Ne. Sie haben das eben so schön dargestellt und auch so schön geschildert. Man hört da so gerne zu, wenn es um Gott geht, dieses Leben mit Gott, dass Gott im Alltag mit dabei ist, ein ständiger Begleiter. Das muss eine Komponente sein, die darf man als Ahmadi-Muslim, wie sehen Sie das, die darf man nie ausatmen. Ja, deswegen halt, ich muss Zeit von meiner Zeit, muss ich einfach für Gott haben. Ja? Und da ist das Tahajjud einfach eine Grundvoraussetzung. Ich meine, ich kann natürlich hier in der Moschee beten, ja? Aber ich meine, es geht schnell. Ja? Ich kann mich da nicht konzentrieren. Ja? Auch wenn um mich herum viele Leute, ich muss dann mal eine Zeit haben, wo ich dann, okay, von mir, ich trinke morgens meinen Kaffee und habe ein Stückchen Schokolade, was ich also als Stimulation also auch nutze. Aber dann habe ich die Möglichkeit, dann auch abzuschalten, mal die Dinge eben auf mich zukommen zu lassen. Ja. Und, aber jetzt auch nicht so, dass ich jetzt alles laufen lasse. Ja. Ich versuche es schon voranzutreiben, das Ganze. Ne. Aber ich muss mir die Zeit einräumen erstmal. Ja. Wenn ich diese Zeit nicht habe, oder zum Beispiel mein Leben am Gebet zu orientieren. Ne? Also das hat ja bei mir auch eine Weile gedauert. Ne? Ich bin auch eine Zeit lang rumgelaufen und okay, Zeit zum Gebet, jetzt musst du gucken, wo du dein Gebet hast. Ne? Also ich überlege mir im Moment also schon, wo ich meine 5 Gebete spreche. Ja? Also ich setze mich jetzt nicht wie früher ins Auto und fahre los nach Bethesda und stehe dann im Stau, wenn es Gebet ist. Ne? Also ich gucke, dass ich das entweder dann vorher in Nasserbach bete oder dann später da. Also ich muss... Mein Tag, da muss ich das Gebet muss im Mittelpunkt stehen. Ne? Wir machen immer so große Vorträge. Ne? Das Gebet ist das Gerüst des Tages. Ja? Aber wer macht sich das zum Gerüst? Ja? Wenn es das Gerüst des Tages ist, muss ich alles nach diesem Gerüst, nach dieser Struktur, muss ich alles richten. Ne? Und das kann man machen. Das kann man machen. Okay, es mag Leute geben, die nicht in der Nähe einer Moschee wohnen, aber die können dann halt mit jemandem zusammenbeten. Ja? Wir wissen, nur ein gemeinsames Gebet ist ein richtiges Gebet, ja. Namaz Bajamat, ja. Salat Bajamat ist ein richtiges Gebet, ein Einzelgebet, was ich nur für mich bete. Gebet haben wir schon alle gemacht heute. Also ist natürlich dann schwierig, ne. Aber ich erinnere mich, ich bin mal hierher gekommen, dann habe ich, hatte ich das Gebet verpasst, ne. Kam ich zu spät und dann kamen die Leute vom Gebet zu und habe ich gefragt, hat noch jemand noch nicht das Asser gebetet oder so, ne. Da war keiner und dann kam Tanvir Sahib zu mir und sagte, also wenn Sie möchten, kann ich mit Ihnen beten. Ja.
Maschallah, habe ich gesagt, das finde ich gut. Und dann habe ich mit ihm gebetet. Ne? Hat er zweimal gebetet, aber ich habe mit ihm dann ein gemeinsames Gebet gemacht. Also das kann man auch machen, ja. Ich meine, wenn man sieht, die Propheten Mohammed, aus den Hadith wissen wir, die sind spaziert. Und dann, wenn dann ein Baum zwischen ihnen war, einer ist hier rum, einer da, haben sie nachher wieder Salam Aleikum gesagt. Ja? Also das heißt, egal was ich mache, ich weiß immer, Allah ist da und Allah hat durch den Propheten Mohammed uns bestimmte Hinweise gegeben. Und die muss ich halt versuchen, in meinem Alltag zu integrieren. Ne? Und da kann man sich gegenseitig ja unterstützen und helfen. Ne? Ich habe noch zwei, drei ganz kurze Aspekte, die ich mit ihm sprechen will. Wenn man so mit Menschen, mit Freunden spricht und so, oder auch generell, wenn man so in der Gesellschaft das hört, jetzt nicht nur bei Ahmad, die Muslim, da heißt es immer, ja, also dieses fast schon Ideal, was Menschen dann darstellen oder heilige Menschen darstellen, das ist schön und gut, aber das ist ja, ja, so muss man nicht wirklich sein. Das ist einfach nur die Theorie und das ist für bestimmte heilige Menschen ist das vorgesehen. Und wir normallos, ja, wir leben, wir haben so ein bisschen Netflix, wir haben so ein bisschen Konsum und ein bisschen davon und dann gehen wir in die Moschee, ja, wir leben unser Leben. Mein Vater hat das extrem gesagt. Er hat gesagt, ich bin so klein und Gott ist so groß. Ich meine, was? Also er hat sich genau dadurch entschuldigt. Ich muss da, also ich kann da gar nicht. Ich habe da, also das ist so eine Relation, wo ich also überhaupt keinen Handlungsbedarf sehe, ja, so ungefähr, ja. Aber bei uns ist es auch so. Aber der vierte Khalif hat da auch wieder ganz klar gesagt. Ich meine, wir müssen nicht über Heilige reden. Wir müssen zu Heiligen werden. Ne? Das ist ganz klar die Vorgabe, ja. Ganz für jeden. Klar. Ja klar. Ich meine. Jeder wird nach seinen Möglichkeiten von Allah beurteilt, ja. Also auch wenn ich Einschränkungen habe, ne, werde ich von Gott dementsprechend eben auch, wird das gewürdigt, ja. Also von da, das ist ja die absolute Gerechtigkeit von Gott, dass er eben jedem denn die Chance gibt, sich zu entwickeln, seinen Möglichkeiten entsprechend, ja. Und wenn man diese Grundvoraussetzung hat, diese Gerechtigkeit von Allah eben erkennt und sieht und versucht auch selber umzusetzen, ich meine, dann hat man eben eine Möglichkeit, eben auch mit der Vielfalt der Gesellschaft also zurechtzukommen, ne? Und das zu einem Reichtum werden zu lassen. Ich habe letztens mit einem Freund gesprochen, der hat gesagt, also der hat eine Frage gestellt, gesagt, hey, wir hören das immer wieder, auch das, was Sie jetzt gesagt haben, und wir hören in den Freitagsansprachen von Azud auch den Aufruf zur Selbstreform und diesen Weg, den man gehen muss, dieses Klick im Kopf. Er sagte aber, ganz praxisnah, da gibt es wahrscheinlich ganz viele verschiedene Antworten auch, aber wie würden Sie denn darauf antworten? Der allererste Schritt, also wenn man bereit ist, sich entschlossen hat, okay, ich möchte jetzt wirklich was ändern, ich möchte diesen Weg gehen, was ist der erste Schritt? Bismillah. Das ist ja wie Sesam, öffne dich, ne? Also Sesam, öffne dich, gibt ja die Geschichte, ne? Und dann hat sich das, und so ist eigentlich Bismillah, ne? Im Namen Allahs, ne? Also Und was macht man dann? Also aktiv, praxisnah? Ja, ich meine, wenn man bereit ist, auf Allah zu hören, ne, muss man eben seine Ohren aufmachen. Ne, und muss gucken, dass man sich von diesen Fremdeinflüssen auch frei macht. Ne. Es ist besser, keine Freunde zu haben, als schlechte Freunde. Ja, eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Ne. Wenn ich merke, das sind Leute, die mich wirklich negativ belasten, ne, und runterziehen, ne, dann sollte ich mit denen weniger Zeit verbringen. Oder wenn ich mit denen Zeit verbringe, immer auf der Hut zu sein. Ja. Ich meine, es gibt ja diese Geschichte, dass jemand also im Glauben immer schwächer wurde und immer mehr also Zweifel bekam. Und dann hat er mit jemandem gesprochen, der also da, also wer weise ist und so. Und der hat ihm gesagt, hat ihn ein bisschen auch ausgefallen, hat ihm gesagt, such dir einen anderen Platz in der Klasse. Ja? Mhm. Und du sitzt da, wo du eben in keiner guten Konstellation bist. Es gibt ja Leute, die haben, wie sagen wir, so ein schlechtes Karma um sich herum, ja, und Gedanken, die also unwahrscheinlich negativ sind, von denen man sich beeinflussen lässt, ja. Wenn man im Gebet ist, ist man frei davon, ne? Dann kann man das durchdringen, kann man sich absichern, sich schützen davor, ja. Also Gebete sind nach wie vor das Allerwichtigste, ne? Mein spiritueller Bruder, mein bester Freund, Hadatla, als wir die Totenwaschung gemacht haben, da habe ich gemerkt, dass sein Finger war so gekrümmt vorne, ne, vom vielen Dua machen, ne, vom Sicker machen. Ja. Also andere haben dann vielleicht, was weiß ich, einen gelben Finger oder sowas, ne, vom Nikotin. Ja. Er hatte einen Finger, der gekrümmt war durch das viele Sicker, was er gemacht hat. Ne. Andere haben hier vielleicht einen Fleck oder sowas, was weiß ich nicht. Also es muss zu einer Gewohnheit werden. Aber er hat mir auch gesagt, meine Frau hat mir zum Beispiel mal gesagt, also bei diesen vielen Sicker-Übungen, wenn ich immer Subhanallah, hat sie mir gesagt,
wenn du nicht bei diesen Subhanallah-Übungen auch immer intensiv weinst, ja, und also auch dein Gemüt dementsprechend sich verändert, bringt dir das gar nichts. Ne? Also da ist wieder so diese Partnerschaft, ja, die dann eben auch Kritik eben verlautbaren lässt, die den anderen nicht verletzt, sondern okay, den aufmerksam macht und okay. Und ehrlich sein, ja, kann, ja. 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 Haben Sie Ängste? Ja, also ich hatte neulich so eine Situation, ja, Ängste habe ich, das war beim Bergsteigen, das war die letzte Tour, die wir hatten, die war schon, da war es schon kritisch, ne? Also da sind wir mit 25 Mann, also 20 Mann unterwegs gewesen und das war ein ganz schwieriges Gelände, also das waren Gletscherspalten, die waren 50 Meter tief, waren breit und als wir hochgegangen sind zum Gipfel, da hatte man das alles übersehen, das war wie so ein Labyrinth, da hat man den Weg gut hochgefunden, ja, und ich hatte ja nicht nur Verantwortung für mich, sondern auch für die alle, die da mit sind. Ich habe einen guten Bergsteiger dabei gehabt. Und wir sind dann oben nicht zum Gipfel gegangen, weil wir waren dann ziemlich fertig und für ziemlich alle und haben dann da abgeschlossen. Ich habe dann auch gesagt, manchmal muss man auch als guter Bergsteiger also wissen, wenn man eben frühzeitig abbricht und nicht jetzt noch auf Teufel komm raus sind da zum Gipfel. Und dann sind wir runter und dann haben wir uns verstiegen. Und dann sind wir in einem Gefelsmassiv, denn also das ist Gletscher und ab und zu sind Felsen, sind wir in diesem Felsen gelandet, weil da wollten wir vorbei, da sind wir immer weiter runter und haben wir gemerkt, da kommen wir nicht mehr weiter, weil da gibt es einen glatten Felsen und da kann ich also ohne Seil, kann ich da einfach nicht absteigen, es ist viel zu gefährlich, da rutscht einer ab und dann hat man sich die Beine gebrochen, das ist ganz schnell, also wieder hoch. Also wir waren dann schon an einem Punkt und das Interessante war, war ja ein MTA-Mann ja auch involviert, ja. Die waren nicht ganz so weit unten, aber der ist dann runter allein und der hat sich da verstiegen und der war da schon 2 Stunden, hat er schon da sich verirrt gehabt und hat gesucht und der war verzweifelt, der konnte auch nicht mehr anrufen, sein Handy hat nicht funktioniert und dann sah er mich, als ich da runterkam und das war für ihn halt, also, oh, jetzt sind sie wieder da, ja. Also, und dann haben wir ihn gefunden und wir wussten gar nicht, dass er, also da, also haben wir ihn auf jeden Fall gefunden. Und dann ein anderer hatte sich ja verstiegen, der war dann weg. Ja. Und dann war schon ein Moment, wo man gesagt hat, ich meine, wie kommen wir hier raus? Ne? Also wenn es dunkel wird, hier übernachten, das könnte kritisch werden. Ne? Also auch von der Kälte und so weiter und so weiter. Und da habe ich schon zwischendurch mal überlegt, also man ist dann vorsichtiger, dann, was heißt Angst. Ja. Was machen Sie in solchen Situationen? Ja, viel beten, viel Dua und natürlich sich auch gegenseitig dann stützen. Ne? Man muss dann halt auch gucken, dass also die, die da stabil sind, dass man mit denen spricht und dass man das eben ein bisschen zusammenführt. Und Alhamdulillah, wir sind dann, haben dann den einen haben wir dann gefunden und dann haben wir uns dann ganz konzentriert, jetzt erstmal allen gesagt, wie ernsthaft die Sache ist. Und dann sind wir dann rumgegangen und dann bis zum Ende des Gletschers sind wir zusammengeblieben und dann waren alle aus der Gefahrenzone raus. Aber beim Bergsteigen braucht man schon auch Angst manchmal, damit man nicht unvorsichtig und leichtsinnig wird. Der Respekt, von dem sprechen wir ganz viele Bergsteiger. Ja. Ja. Haben Sie noch Träume, ganz große Träume, die Sie verwirklichen wollen, auch generell Träume, nicht nur auf sich bezogen, vielleicht auch für die Jamaat? Ja, also ich möchte schon, also Hasurek hat vor kurzem gesagt, also er glaubt daran, dass in 10, 15, 20, 25 Jahren also schon etwas sichtbar ist, dass also viele Menschen zu Islam Ahmadiyyat kommen. Ja, also dass das sichtbar wird, dieser Wechsel, dass etwas in der Gesellschaft passiert, dass Menschen eben sich mit Allah versöhnen. Also wie das der verheißene Messias gesagt hat, seine Aufgabe war, den Menschen mit Gott zu versöhnen. Und dass man diese Bewegung sieht, erkennt und dass das deutlich wird, ja. Also das ist schon mein Traum, dass ich das miterlebe. Ne? Inshallah. Das ist auch das der Grund, warum ich versuche, gesund zu leben. Und jetzt habe ich auch neulich gelesen, dass Kaffee sowas Gesundes ist. Ne? Dass das im Grunde, wer keinen Kaffee trinkt, hieß es in so einer medizinischen Fachzeitschrift, der hat ein Risiko. Ein erhöhtes Risiko. Jazakallah, Misa. Jazakallah für Ihre Zeit, dass Sie hier waren. Auch. Vielleicht können wir das mal wirklich machen, dass wir Sie einladen, um Ihren Lebensweg zu hören. Das ist okay, mit der Bedingung, das muss verschriftet. Vielleicht können wir da mithelfen, ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, die Atmosphäre hier inspiriert. Ich weiß nicht, ob es von den Lämpchen kommt, aber vor Ihnen kommt er. Alhamdulillah, ist auf jeden Fall gut. Ja. Auch ich danke. Jazakallah.